So, ich wurde gebeten, etwas über In-Out und Rev zu machen, also wie denn das genau funktioniert. Und zu Rev gleich vorweg habe ich schon mal was gemacht, das Kosename-Feature, wenn Variablen per Referenz übergeben werden, beziehungsweise was man dann noch alles damit machen kann, Link in der Infobox. Aber wir wollen uns nochmal das in der Praxis hier mal kurz ansehen, wie denn das ist, wie denn das funktioniert. So, und dazu ein kleines Codebeispiel. Kurz vorher noch, hier schnell das richtige Startprojekt gewählt. So, also. Wo ist das spannend? Spannend ist in Out und Rev immer bei Funktionsaufrufen. Also machen wir mal Folgendes: Wir machen eine Funktion void fancy function und die bekommt einen Integer übergeben, int x. Und die Implementierung ist einfach so, dass wir sagen, wir erhöhen mal das x. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir definieren hier eine Variable, die bekommt den Wert 12 und nein, natürlich 42 ist klar. Und wir rufen fancy function auf und geben das y mit und geben vorher als Beweis y aus. Ja, oder wir können einfach sagen, write line y hat nun den Wert y und wir rufen das gleiche nach der Funktion wieder auf. Warum kann ich WriteLine einfach verwenden? Weil ich using static System Console gemacht habe. Also die statische Klasse, alle statischen Methoden dieser Klasse hätte ich gerne als Funktionen direkt aufrufbar. Das using static erlaubt mir das. So, wenn ich das jetzt mache, erwarten wir was? Y wird in die Funktion reingegeben, diese 42 wird hier in dieses x reinkopiert, dann wird x erhöht und nach dieser Funktion hat y aber nach wie vor den gleichen Wert. Warum? Weil diese 42 werden hier reinkopiert. Man nennt das auch Call by Value. Integer ist ein sogenannter Value Type und kein Reference Type. Also alle primitiven Datentypen, Integer, Bool, String, Double, Float, sind Call-by-Value-Types. Das heißt, hier wird eine Kopie reingegeben. Also die 42 wird in das x reinkopiert, anschließend wird das x erhöht auf 43, aber es wird nur diese Kopie erhöht und y bleibt beim alten Wert. Also mal kurz ausgeführt, F5 und wir werden sehen, dass y sich der Wert nicht ändert, leider. Ja, 42, 42. Gut, also was können wir machen? Wir können x per Referenz übergeben. Dazu ein Rev-Schlüsselwort und hier auch beim Aufruf das Rev-Schlüsselwort. Dann wird nicht mehr eine Kopie übergeben, sondern jetzt ist es eine Call-by-Reference. Es wird die Referenz übergeben. Also man kann sich so vorstellen, wir arbeiten auf der Original-Y-Variable. Also nicht die Kopie wird übergeben, sondern eigentlich ein Zeiger, eine Referenz. Also man könnte sagen, die Originalvariable wird übergeben und es wird hier die Originalvariable erhöht. Also das x ist nur mehr ein Kosename, ein Spitzname für unser y. So, wenn ich es jetzt aufrufe, sehe ich, y hat zuerst den Wert 42 und nachher 43. Also nach dem Funktionaufruf hat y den Wert 43. Soweit, so gut. Gut, wie sind jetzt Out-Variablen? Und warum brauche ich Out-Variablen überhaupt? Ja, das sehen wir uns jetzt in einem kleinen neuen Beispiel an. Also Werte, kurz vorher noch, Werte, die einfach in eine Funktion übergeben werden und die Funktion hat nichts Besonderes dastehen, dann sind das In-Parameter, Eingangsparameter. Referenz, wenn dabei steht, also Rev, dann ist es ein Übergangsparameter, das heißt, der Wert geht rein und auch wieder raus. Bei normalen geht er nur rein. Und bei Out-Parametern geht jetzt nichts rein, sondern nur ein Wert raus. Also machen wir ein Beispiel mit Referenzparametern. Wir könnten sagen, okay, wir machen eine Funktion void getNameParts und ich möchte, dass diese Funktionen sowohl den Vornamen als auch den Nachnamen zum Beispiel liefert. Und würde jetzt nur einen Teil liefern, hätten wir hier einen String. Ja, jetzt würde die Funktion einen String liefern. Wir wollen aber zwei Werte liefern. Wir wollen den Vor- und Nachnamen liefern. Ja, wer die Features von C# kennt, weiß, ich könnte hier ein Name-Tupel zurückgeben. Aber wenn das nicht geht oder
Wenn man jetzt Varianten hat, wo man sagt, okay, es gibt einen Haupt- und einen Nebenparameter sozusagen, dann kann man Out-Parameter verwenden, beziehungsweise das andere Feature ist recht neu. Die Out-Parameter gibt es schon seit, ja, ziemlich immer. Gut, also wir können jetzt sagen, okay, ich mache die Funktion void und die Funktion gibt hinaus, gibt zurück einen String FirstName und einen Out-String LastName. Es müssen nicht alle Parameter out sein, aber die, die rausgehen, bei denen schreiben wir einfach das out dazu. Und jetzt kann ich die Funktion wie aufrufen. Ich kann sagen, getNamePart string out firstName, ups, out string firstName, out string lastName, lan lastName. Ja, und jetzt kann ich sagen, writeLine firstName und LastName. So, also wie bei Rev, wenn ich Out-Parameter habe, dann muss ich das Out sowohl bei der Funktionsdefinition hier als auch beim Aufruf hier angeben. So, angegeben, aufgerufen, alles ist perfekt. Ja, nicht ganz. Was hat diese Funktion hier für ein Problem? Also Visual Studio unterstreicht uns das noch. Und warum? Weil hier steht, der Out-Parameter First name must be assigned before control leaves the current method. Also bevor wir die Methode verlassen, muss dieser FirstName als auch der LastName einen Wert bekommen. Es ist eine Ausgangsvariable und während wir normalerweise Variablen ja immer nicht nur definieren müssen, sondern mit einem Wert versehen müssen, haben wir das hier beim Aufruf nicht gemacht. Warum? Weil garantiert sein muss, dass die Funktion einen Wert setzt. Also ich kann sagen, FirstName ist gleich Dave, ja, ich kann sagen, LastName ist gleich Death. Und jetzt wird der Compiler sagen, alles in Ordnung, weil garantiert ist, dass FirstName und LastName jeweils einen Wert bekommen, bevor die Funktion verlassen wird. Was hier passiert ist, dass diese Werte, die hier definiert sind, in diese Variable reingehen und hier rausgehen. Das heißt, die Werte werden hier reingeschrieben. Dieses fn wird als Referenz der Funktion übergeben, wie ein Rev-Parameter. Nur ist diesmal sichergestellt, dass in dieser Out hier irgendwo ein Wert gesetzt wird. Also auch Out-Parameter sind, kann man sagen, Referenzparameter, weil es wird die Referenz übergeben. Es wird die Originalvariable verändert und nicht nur eine Kopie davon. Deswegen hat die Variable hier dann auch im WriteLine einen richtigen Wert, wenn wir das ausführen. Ja, Dev. Und was wir haben ist, durch das Out ist sichergestellt, ist garantiert, sonst mag uns der Compiler nicht, dass diese Variable auf jeden Fall einen Wert erhält. So, wo wird das beispielsweise benutzt? Zum Beispiel int.tryPass. Wenn ich int.tryPass verwende, dann sehen wir im IntelliSense hier, dass die Funktion einen Bool liefert. Ja, also hat das Parsen funktioniert, ja oder nein? Die Funktion erhält einen String und hat eine out-int-result. Also wenn es funktioniert hat, dann liefert die Funktion true, ansonsten false. Wenn es funktioniert hat, dann steht im out, in diesem result, der Wert drinnen, der umgewandelt wurde. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann einfach der Standardwert. Also wenn wir das sozusagen machen, out-int, jetzt definiere ich hier eine neue Variable, result. Ja, und sage if, wenn das erfolgreich ist, dann kann ich sagen, WriteLine, ja, ich kann sagen, 2 ist umgewandelt. Ja, wer hätte es gedacht? Result 2. Ja, und wenn das nicht funktioniert hat, weil da zum Beispiel steht nicht 2, sondern 2, dann wird das natürlich nicht funktionieren, dann würde die Funktion false liefern, dann wäre hier der Standardwert und er würde hier nicht reingehen. Also, out haben wir immer dann, wenn wir mehr als einen Rückgabetyp haben und nicht mit Name-Tuples arbeiten wollen. Also mehr als einen Rückgabetyp, man könnte sagen, wenn zwei Rückgabetypen gleichwertig sind, dann könnte die Funktion void sein und einfach entsprechende out-Parameter haben. Wenn ein Parameter übergeordnet ist, also wichtiger vielleicht als der andere, dann kann man es machen wie bei tryPass, dass ein Parameter ein der Return-Wert ist sozusagen und der zweite Parameter dann entsprechend als Out-Parameter definiert ist.
Ja, ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel. So, In und Out und Rev. Und nochmal kurz gezeigt, normale Parameter, die wie dieses 2 hier, der String, der geht nur rein in die Funktion und zwar eine Kopie rein. Out-Parameter gehen grundsätzlich mal nur raus, die müssen auch keinen Wert beim Aufruf definiert haben. Und Rev-Parameter, Referenzparameter, da wird der Originalwert reingegeben, drinnen möglicherweise verändert und auch wieder entsprechend retour gegeben. Na gut, soweit zu dem. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.